Hallöchen, ihr Lieben. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Sky Factory 2.5. Und ja, ich hoffe, ich habe mal diese komischen Benachrichtigungsdinger da jetzt ausgestellt bekommen. Zumindest für ein, zwei Apps. Für Facebook an sich, was mich am meisten immer nervt, konnte ich im Windows leider keine Stelle finden, wo man das ausschalten kann. Wenn ihr da irgendwie mal Tipps für mich habt, immer her damit. So, ja, jetzt muss ich mich erstmal. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal da dran oder ich war dabei, mal so ein bisschen Ordnung in die ganze Kistengegend hier zu bringen und hatte mir dahin schon mal so lagermäßig was vorbereitet. Oh nein, jetzt komm, komm, komm. Es ist hier noch nichts am Laden gerade, also lass mich erstmal in Ruhe, bis ich mich hier vernünftig bewegen kann und nicht alles ruckelt, ja? Gut. Sehr freundlich. Sehr freundlich. So, ja. Und zwar möchte ich das Ganze ja so ein bisschen, ich möchte mal ein bisschen Ordnung in alles reinbringen. Das heißt, ich möchte ganz gerne so ein bisschen lagertechnisch was machen. Jetzt aber nicht in dem Sinne, wie ihr das immer so kennt. Das habe ich schon gemerkt, dass ihr halt sehr viel mit diesen ganzen Lagersystemen und so arbeitet. Ich werde das Ganze erstmal ein bisschen einfacher halten. Aber so, dass ich selbst schon mal ein bisschen Ordnung reinkriege. So, dafür würde ich aber sagen, mag ich mir mal irgendwo ein bisschen was hausmäßig auch hinsetzen, so langsam. Das heißt, ich glaube, ich werde erstmal hier anfangen und die Plattform noch ein bisschen ausbauen. Da hinten ist auch irgendwas abgekratzt, glaube ich. Hier mal nachgucken, aber vorsichtig. Nicht runterfallen. Aber die Energiepünktchen können wir uns ja mitnehmen. So. Ja. Was war das? Mama. Hilfe. Strange, strange. Also, es ist noch alles ein bisschen am Ruckeln. Ich gehe mir jetzt unten mal ein bisschen was an Steinen besorgen. Was haben wir hier eigentlich überall noch alles drin? Ah, das ganze Botania-Zeug, seht ihr? Das muss ich auch noch. Gute Sache, gute Sache. Ja. Irgendwie ruckelt das hier noch ein bisschen. Das finde ich jetzt nicht so komisch. Ich packe die Sache mal eben da mit rein. Ne, den nehmen wir mit. So. Das heißt, ich mache jetzt erstmal. Und ich nehme auch mit. Ne, Moment, damit ist glaube ich besser. Ist ja quasi ein Ofen, auch wenn es aussieht wie eine Pflanze. Stellen wir mal einen darüber. So, hier können wir doch gut nachfüllen. Einmal da rein und einmal da rein. Ne, andersrum. So. Damit das schon mal funktioniert. Dann, wenn wir jetzt hier am Rumwüten sind, wie blöd, können wir ja eigentlich auch schon mal hingehen wieder. Und ein wenig was schmelzen. Eisen haben wir bestimmt noch gut, oder? Nee, nicht mehr so viel. Ach, wir hatten die Spikes und so gemacht, ne? Ja. Habe ich hier noch einen Hammer? Nö. Nö. Habe ich wahrscheinlich wieder irgendwo alles verstreut, wie ich mich kenne. Ich sollte das echt mal sortieren. Muss mal eben schauen gehen, was ich wo habe. Hier ist gar nichts mehr drin. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Andersrum, so rum. Wobei wir in den Hammer ja eigentlich auch die anderen Sachen reinpacken könnten, ne? Dann würde das aber gesiebt werden, was natürlich nicht so sinnvoll wäre. Dann packen wir den erstmal wieder voll und bauen uns dann nochmal einen anderen Hammer, der dann halt für uns die anderen Sachen so platziert. Ich war jetzt aber gerade am Gucken irgendwo, ob wir nicht werkzeugtechnisch noch irgendwo was rumstehen haben. Und ihr klaut doch nicht immer hier meine schönen Erdblöcke da oben weg. Ihr seid doch doof. Da ist auch kein Hammer mehr drin. So, den haben wir auf jeden Fall schon mal leer. Das Ding jetzt gelockt oder nicht? Irgendwie konnte man, hat man mir gesagt, man kann das loggen, wenn man hin und dann. Weiß nicht. So. Die können wir auf jeden Fall schon mal verbinden. Na, 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 na. Und ja, das können wir auch automatisieren.
Da muss ich aber noch schauen. Erstmal will ich jetzt ein bisschen Ordnung haben und dann machen wir den Rest. Oh, das kommt ja genau hin für ein Blau. Sehr nett. Sehr freundlich. So. Da haben wir auch schon wieder ein bisschen was für Blau. Oh, ich habe noch einen zu viel. Warum kann der da nicht rein? Hallo? Hat wieder so ein spezieller. Hier haben wir auch diese anderen, aber das scheint doch ein normaler zu sein. Common Lootback. Ich fange einfach mal mit da rein. So, wir haben auf jeden Fall von denen haben wir noch genug. Oh, das war jetzt zu viel. Ein zurück. Zip, 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 zip. So, ich frage mich echt, ob das sich lohnt dann nachher, dass man da wirklich irgendwie so ganz tolle Sachen rauskriegt. Oder auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall zwei Lila. Also da rein, da rein und da rein. So, was haben wir denn hier alles noch drin? Der sieht ja lustig aus, wie so, weiß nicht, Indianerkopfmäßig. Das können wir auf jeden Fall verbrutzeln. Die Sachen können wir mal verbrutzeln. Huch, den Helm eigentlich nicht. Aber das sind alles Sachen, also skelettmäßig scheint hier viel zu passieren, wenn ich mir das so ansehe. Jo, da ist schon einiges. So, das. Da können wir jetzt gerade mal hier einiges weghauen. So, gab immerhin schon mal wieder 4. Und die wiederum geben ja schon mal wieder einen grünen. So, achso, von den Lilan haben wir übrigens 4 Stück. Das würde ja quasi schon reichen. Warum kann ich den grünen da nicht? Ach, hat er schon. Ah, der ist nur ein bisschen langsam gerade. Ich glaube, mein Rechner ist noch nicht so ganz wach heute Morgen. So, ich war aber immer noch auf der Suche nach einem Hammer. Ich dachte eigentlich, ich habe irgendwo einen Hammer abgelegt. Hier habe ich einen Hammer abgelegt, da. So, das ganze Werkzeug und so können wir mal mit runternehmen. Dass wir mal so langsam hier echt mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Das geht ja gar nicht mehr. Da ist auch nichts mehr drin. So, da haben wir noch die Steine quasi. Hier werden die Steine auch wieder vorproduziert. Zumindest sollte es. Jo. Hier haben wir immer noch allen möglichen Krempel drin. Eieiei. Ich muss mal irgendwo echt, weil das hier reicht ja auch nicht. Hinten und vorne nicht. Hinten und vorne nicht. Wir packen mal die einfach da mit rein. Hier habe ich da irgendwo so eine Kramkiste für Holzartikel und sowas. Machen wir da mal den Rest mit rein. Und die Kiste nicht in die Kiste. Lustig, man kann die Kiste nicht in die Kiste packen. Naja, egal. Ist nicht so wichtig. Die können wir noch damit rein. So, was wollte ich jetzt machen? Ach so, ich wollte, damit wir hier Whistler vorankommen schon mal, die Erze so ein bisschen einschmelzbereit machen. Ja, vielleicht sollten wir damit ein bisschen mehr Ordnung rangehen. Aber egal. So, erstmal. So, das ist Silber, Platin, Silber. Da haben wir noch mehr Silber. Sehr gut. Dann machen wir jetzt mal eben das Silber hier klein. Dann könnten wir eigentlich wirklich mal gucken, dass wir so einen Hammer machen, der einfach nur die ganzen Erze immer zerstückelt. Und ich muss mal gucken, ob es nicht irgendwie noch so einen automatischen Tisch gibt, den ich hier benutzen kann, der entsprechend mir die Sachen umpumpt, umformt. Gibt es bestimmt, aber ich kenne nur den einen und ich weiß nicht, ob der hier drin ist. Deswegen müsste ich da gleich mal schauen. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal Silber da hinten reinpacken. Der Rest geht ja hier auch automatisch. Süps. Mal was mampfen. Und mal einen Schluck Kaffee. So, schauen wir da mal eben nach. Auto. Na? Bringst du mal um?
So, automatisch enchant ich, automatischen Anvil, Toolstation. Toolstation, das wäre aber oben das Zeug, meine ich. Das ist der Schüssel. Und das ist ein Kompressor. So, ich brauche aber nur eine automatische Werkbank, eine ganz normale automatische Werkbank eigentlich. Das wäre mir das Liebste. Wobei hier gab es diese anderen hier, die. Nicht die, sondern hier gibt es was anderes. Ach, wie heißen die? Jetzt weiß ich auch wieder. Da mit den Blaupausen kann man doch arbeiten, bestimmt. Die Blaupausen können ja zum Beispiel auch einen Hammer herstellen. Dann können die, nicht Autonomous Activator, wie hieß das andere Ding? Gucken wir mal eben wegen Blueprint, da sind die doch bestimmt auch irgendwo dann. Irgendwo dann mitbenannt oder so. Dann schauen wir nach Paper. Irgendwann komme ich auf den an. Weil aus dem Paper an sich. Jetzt habe ich aber, wie man das macht, ne? Andersrum. So. Aus dem Paper an sich kann man, meine ich, diese Blueprints machen, wenn das hier in dem Dings drin ist. Was ist denn das? Craft things can use schematics to craft quickly. Genau sowas in die Richtung suche ich doch im Prinzip, oder nicht? So, Papier, Kupfer und eine Strongbox mit Werkbank. Was macht eine Strongbox? Das ist einfach nur Zinn und Dings. Das probiere ich jetzt mal. Ich habe noch keine Ahnung, was das hier im Einzelnen genau ist, aber ich probiere das jetzt. Zinn, Kiste, Papier haben wir bestimmt oben irgendwo. Also erstmal war das Kiste mit Zinn drum. So. Da haben wir eine Strongbox. Dann brauchen wir eine Werkbank. Die hatten wir, glaube ich, auch noch über. Ah, mit der wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir haben da Holz. So. Ups. So, Kupfer und Papier. Papier müsste ich eigentlich oben auf Vorrat haben. Wenn nicht, dann haben wir hier auf jeden Fall von den Dingern was. Wo habe ich die jetzt hingepackt? Toll. Ich bin wieder full. Full dabei, aber auch full full. So. Papier. Dann braucht man noch Kupfer, ne? Mist. Das wieder weg. Und zwei Kupfer haben wir noch so. Das ist schon mal schön. War geplant. So. Machinist's Workbench. Hier wird wahrscheinlich dann wieder Energie oder sowas brauchen. Also klemmen wir mal irgendwo hier vorne, wo wir Energie haben quasi. Der Ding macht Energie. Ich setze den jetzt erstmal einfach hier rüber. So. Und da kann ich jetzt. Ach, braucht gar keine Energie, oder was? Craft things. The crafting recipe may be written or to read from Schematic. Okay. Das heißt, wir brauchen diese Schematic-Dinger. Dann können wir den aber auch abbauen, wenn der keine Energie braucht. Dann kann ich den nämlich hinten rüber setzen. So. Schematic. Das war das, was ich eben gesucht habe. Klingt komisch, ist auch so. Da drin, so, Schematic. Und da brauchen wir nämlich Farbstoff und Papier. Das kriegen wir auch hin, würde ich behaupten. Gehe, glaube ich, aber mal eben hier ins Bettchen. Und ja, ich glaube, dann ist die Folge auch erstmal durch. So, falls euch gefallen hat, heute noch nicht viel passiert, aber es kommt jetzt noch mal ein paar Folgen, nehme ich noch auf. Lasst einen Daumen hoch da und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal auf YouTube. Tschüss!